Willkommen zurück zu Hyrule Warriors! Yay! Wir müssen mal wieder einen Arang besorgen, damit wir in der Ballade des Kronos-Mission weiterkommen. Und wir kriegen vielleicht unsere erste Goron-Maske aus dem Skutonas. Besiege das Riesenmonster im Schneetal! Wir brauchen Arang Sigma Garaim, empfohlen des Dunkelheits. Oh ja, warum nicht? Warum nicht? Willst du vielleicht mal das Master-Schwert benutzen und ich nehme Garaim? Oder willst du sein neues Kostüm benutzen? Ich wollte eigentlich sein neues Kostüm benutzen. Ja, dann tu das. Ich will es nicht wirklich benutzen, aber... Wow, es ist wirklich hässlich. Es ist keine Worte. Ja, dann einmal und nie wieder. Ja, aber wirklich. Ja, Masterschwert. Weil wir wollen doch nur mal sicher gehen. Wir kämpfen dieses Mal... Wo sind wir denn? Im Schattenpalast? Ja. Schattenpalast. Auf in die Schlacht. Kämpft mit all eurer Kraft. Zelda ist wieder mal auf dem Kampffeld, um nichts zu tun. Yay, freut euch alle. Ich wurde von einem Feuerball von einem Ralfos getroffen. Ich habe nur ein Viertelherz Schaden genommen. Großer Meere gegen das Hauptquartier vor, das heißt mal wieder irgendwelche komischen Magie-Typen töten. Ja, Magie-Soldat. Hey, yeah, so häufig. Fein kann durch Magie-Soldaten töten geschwächt werden. Ja, ja, der müsste irgendwo hier drin sein. Das ein Ralfos, das ist hier nicht noch ein Magie-Soldat. Der erste Magie-Soldat ist tot. Ah. Also meiner war ein Gipto. Ja, meiner war auch ein Gipto. Ich hab, den Gipto nicht gesehen und er hat mich angeschrien, ja. Wie ja schon mal so passiert. Rimpudum. So viel schon mal dazu. Vorposten hat man töten. Was haben wir denn da Feines? Der Ereignis dauert mir jetzt gerade zu lange. Da gehe ich lieber erstmal da unten den anderen Magietransport, den anderen Magiesoldaten töten. Damit wir die ganze Truppe da vorne geschwächt haben und ich die attackieren kann. Ihr seid nur lästige Insekten, ich werde euch zerquetschen! Vielleicht auch nicht. Eher nicht. Wumm, so viel zu den Magiesoldaten. Dann können wir auch die Quelle der Götter noch eben schnell einnehmen, wenn ich sowieso schon da bin. Mup. So. Die leuchtet auch noch eingenommen. Und der Magiesoldat wurde besiegt. Dann gehen wir mal die große Truppe da vorne in die Richtung unseres Hauptquartiers vorrücken möchte. Warum leuchtest du vorher, Eralfos? War da Spaß dran, da zu leuchten? Ich meine, warum leuchtet er auf der Karte? Weil er leuchtet so nicht. Hm. Stimmt, das ist merkwürdig. Erstmal alles überholen, damit ich dann von hier oben aus angreifen kann. Komm vom Himmel runter. Danke. Master Schwert, go! Master Schwert, go! Spezialattacke. Anscheinend war es irgendwie wichtig, dass der Feuer einfach besiegt wurde. Wenn ich hier gerade besiegt habe. Ach, das waren mal wieder welche, die sich gegenseitig gestärkt haben, scheinbar. Okay. Ach, deswegen, ja. Stimmt, da war, glaube ich, eben auch eine Nachricht für da. Die habe ich aber irgendwie halbwegs ignoriert, weil ich Wichtigeres zu tun hatte. Da ist auch der Goldleuchten hier, Ralfos. Die stehen hier gerade perfekt für mich. Die stehen alle auf der Brücke und ich greife mit dem Masterschwert einfach die Brücke runter. Dieser Goldleuchtende Ralfos ist durch einen einzigen Schwachpunkt gestorben. Am Kerle. Ja. Ja, dafür, dass er Gold geleuchtet hat und im gestärkten Zustand war, weil er irgendwie ziemlich simpel. Die ganze große leuchtende Armee hier ist ja schon erledigt. Ist doch gut. Das war einfach unglaublich perfekt, wie die hier fürs Masterschwert platziert waren. Ja, wenn die, so. alle auf einer schmalen Brücke stehen. Dann ist das nicht günstig für sie. Ja. Das wäre sogar für Girahim praktisch, weil er dann mit seinem Schwertstrahl nach vorne schießen kann und alles treffen kann. Das ist wahr. So, hier ist noch eine Ralfos, den kann man auch noch besiegen, wenn ich gerade hier vorbeikomme. Na gut, diese ganz normalen Gegner von allen unser Hauptquartier. Ja, dann hast du einiges zu verteidigen da oben und wir werden einiges in Kills sammeln. Ja. Ich hätte den Westplatz erobert. Doch schon. Ja, ist schon eine Weile her gewesen. Ich hätte gerne den Südostplatz auch noch erobert, sobald denn hier mal ein paar Gegner drin spawnen. Gegner. Und Link hat die Quelle der Göttin erobert. Ja, ich habe sogar inzwischen die gesamte feindliche Armee ausgerottet. Aber schön, dass ich auch immer irgendwann die Quelle der Göttin erobert habe. Ja, du kennst ja dieses Spiel. Ja. Einige Sachen sind wichtiger als andere. Lanky hat 500 Feinde besiegt. Wunderschön, Lanky. Ist wahrscheinlich schon deutlich weiter. Das war wunderbar, Link. Ich bin bei 633 momentan. Auch nur, weil keine Gegner mehr spawnen. Das ist gerade gesichtet. Eine Skulptur wurde gesichtet. So, außerdem diese danach. Wichtige braune Kiste. Ja, ich guck erstmal die braune Kiste. Link. Yay, eine Belohnung. So, wo ist die Skulptur? Ich glaube, es ist gerade. Ich höre sie. Ah, da ist sie doch. Sie liegt hier einfach so mitten auf dem freien Feld herum. Ja, wie meistens, wenn sie da unten ist, direkt vor der Quelle. Ich soll mir recht sein. Wir können schon den feindlichen Hauptmarschall angreifen gehen, wir brauchen aber noch
so ungefähr 100 Chaos jetzt. Ich bin jetzt bei 500. Ja, wir brauchen noch ungefähr 50 Chaos, das heißt, ich gehe schon mal hin. Ja. Also finde ich eine sehr kurze Mission. Aber wir müssen den Boss-Schlüssel noch finden. Ach, das ist ja eine Dungeon-Mission. Ja, wo wird der Boss-Schlüssel sein? Es sind nur noch zwei Festungen, wo er drin sein kann. Vesper steht kurz davor zu fallen, oh nein. Ich vermute mal, dass es nicht in der Festung sein wird, die hier direkt vor dem Hauptquartier ist. Also gehen wir mal zum Westplatz rüber und gucken, ob hier der Boss-Schlüssel drin ist. Tu das. Ich bin aber immer noch dabei, diese riesige Masse an Gegnern von unserem Hauptquartier wegzuhalten. Ja, beschäftige du dich mal damit. Ich mach hier den Westplatz. Kamaro arbeitet gut. Kamaro, ja. Geramaro. Klingt wie ja, und leider, wenn er die Bocklin-Party ist, die beste Party einsetzt, schnipst er immer noch nur ganz normal. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er dann Kamaros Tanz einsetzt, das wäre wahrscheinlich zu viel Arbeit gewesen. Ich finde noch einen merkwürdigen Namen für einen Hauptcharakter, Geramaro. Ja. Nein, das war's nicht. Ich habe genau die falsche Festung gewählt. Na ja, klar. Dann gehen wir den Hauptplatz einnehmen und gucken mal, dass wir hier halt sehen. Ich hätte aber auch nicht damit gerechnet, dass der Boss-Schlüssel direkt vor dem Hauptquartier ist. Ja. Das ist wie seinen Haustürschlüssel unter der Fußmatte zu verstecken. Das ist keine gute Idee. Der Westplatz ist an die Trümpfe von Santo gefallen. Das interessiert mich kein Stück. Scheinbar ist Santo unser Boss. Das ist der feindliche Geschichte. Boss. So, und da haben wir die Kiste. Achtung, ich mach sie auf. Yay. Und hole den Boss-Schlüssel raus mit rotem Gewand. Haben wir nicht schon mit Young Link eine Kiste geöffnet? Nee, noch nicht. Bis jetzt nur mit Tinge. Müssen wir auch irgendwann machen. Ich hab mich daran gedacht, dass das hier eine Dungeon-Mission ist. Aber ich hätte sowieso Link genommen, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte wegen dem A-Rang. Müssen wir trotzdem bei Gelegenheit irgendwann mal machen. Ja, das stimmt. Ja, wir haben die Festung eingenommen. So, und das Hauptquartier wurde abgeschlossen. Dann kämpfen wir mal gegen Zanti Zanta. Ja. Tor zum feindlichen Hauptquartier wurden mit dem großen Schlüssel geöffnet. Ich hole währenddessen schon mal den Enterhaken raus. Mach das. Magie! Enterhaken. Weil gleich, Achso. Stimmt. Und der Dungeon-Mission. Das habe ich auch schon wieder vergessen, dass hier Bosse nach den Bossen kommen. In der Dungeon-Mission. Bosse, nach Bossen, nach Bossen. Ja. Bossception. Oh, stirbt Santo. Wumpt Santo tot. So etwas wie man in gefühlt so 30% der Zelda-Spiele den großen Boss besiegt und dann. Oh, guck mal, Ganondorf ist eigentlich das Heftigste der Boss. Nein, wirklich. Der Boss war nicht der Boss. Ja. Santo hat den Argo-Boss beschworen. Was? Santo war nicht der letzte Boss, sondern da gibt es plötzlich noch Ganondorf im Spiel. Na, so eine Überraschung. Ja. Siege den Argorok! Ich komm zu dir hoch, dann können wir da zusammen gegen kämpfen. Und der Motivator wurde gesichtet. Ich bin immer noch dabei, die Gegnergruppe vor unserem Hauptquartier wegzufahren. Wir sind bei 900 und Kills. Macht aber nichts, der Argorok kommt zu dir. Ja. Sehr nett von ihm. Ah, dann kannst du den Argorok auch direkt attackieren. Ah, ich sehe auch, der fällt gerade. Ja, er fällt gerade. Vielleicht schaffen wir es ja, dass ich den Finisher machen kann. Motivator muss schnell besiegt werden. 1, 2, 3, Attacke, wupp, wupp. Ja, dann geh mal möglichst weg, genau. Und Finisher! Oh, wie viel Schaden das macht. Level 200 lang. Selbst Level 200 lang macht nicht so übermäßig viel. Naja, es waren immer noch gut 3/4 HP. Ja, naja, 3/4 waren es nicht, aber so die Hälfte durch den Finisher alleine. Ist aber trotzdem für Level 200 lang nicht die Welt. Komm wieder runter, Kollege. Ja, für den Moment hatte ich auch wieder Mike mit dabei. Ja, hab ich gesehen. 3, und möglichst auf Abstand. Und Finisher! Das war's. Tschüss, Agi. Bonk. Schön, dich gekannt zu haben. Ja, genau 1000 Kills. Gute Arbeit. Genau 1000 Kills mit Gambit. Wow, habe ich hier oben aufgeräumt. Ich glaube, ich habe mit 300 Gegnern angefangen, hier aufzuräumen. 700 Feinde besiegt. Aber auf gefühlten 35 Quadratmetern habe ich 1000 Feinde getötet. Habe ich 700 Feinde getötet. Gottes Bild. Sieht doch hübsch aus. Mit dem Sack im Gesicht, ey. Großartig, ja. Die Zungenanimation ist nicht da, während er die aufhat. Ja. Da hat man tatsächlich dran gedacht, die zu entfernen für. Ja, sammle 4. Kein. Ja. Kamaros Maske ist ja eigentlich eine meiner Lieblingsmasken, aber in dem Spiel muss die echt nicht sein. Also, zumindest nicht so, ne. Ja. Vielleicht für Junger Link, da wäre das noch gegangen. Ja. Ist halt wirklich eine sehr, sehr faule Art und Weise, da neue Kostüme zu bauen. Doch, 200 erlittener Schaden. Unglaublich. Also haben wir unsere erste Kronenhaut. Yay, eine Kronenhaut. Wir können andere Missionen damit spielen. Hurra. Unglaublich, aber wahr. Ja. Incredibile. Mehr Kram, mehr Kram, mehr Kram, alles Kram. Und weg. Ja. Weg ist der Kram. Außerdem Items. Außerdem Argorks Glut. Außerdem... Ein neues Stück Bild. Ein neues Stück Bild. Eine Fee. Und Herr Fee. Ja, Herr Fee. Wahrscheinlich eine Hand. Eine Hand von irgendwem.
Wahrscheinlich junger Link. Ne. Würde zumindest passen. Ja. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass man junger Link hat. Wohl wahr. So, was brauchen wir für die Ballade des Kronos? Eine Kronenhaut. Nein. Dann benutzen wir die Kronenhaut lieber, um hier hinten weiterzukommen. Erstmal, ja. Um dann tatsächlich... Wir brauchen Eispfeile. Wir haben keine Eispfeile. Also seit wann haben wir keine Eispfeile mehr? Wir haben keine Eispfeile mehr. Funktioniert auch nichts. Neue Mission mit Eispfeilen. Nee, es gibt doch keine neuen Missionen mehr mit Eispfeilen. Wir müssen alte Missionen mit Eispfeilen spielen. Na, da bräuchten wir auch Eispfeile für. Wo kamen wir noch an irgendwelche Masken ran? Brauchten wir Bomben? Ich würde sagen, wir besorgen einfach Eispfeile. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir Eispfeile besorgt haben. Du hast die Itemkarte Eispfeil erhalten. Yay. Ja, und wir haben einen neuen A-Rang geholt, sowie ein Skulptura-Bildchen. Ja, wir haben wieder einen Eispfeil, das heißt, jetzt kann es hier oben aber endlich weitergehen. Jetzt mit einem Eispfeil hier oben links. Ching. Yay. Und zusätzlich der Geronenhau dort unten rechts. Konnte man nicht viel weiter auseinanderpacken? Ich nicht. Brück, bonk. Ah ja, das sah ja gut aus. Ich dachte, wir kriegen wirklich eine Geron-Transformation oder so. Das wäre zu einfach gewesen. Offensichtlich. Außerdem ein Agneta-Kostüm. Welche wunderbare Maske wird sie wohl bekommen? Yay, und überhaupt keine Belohnung. Wir mussten jetzt zwei Items einsetzen und kriegen nachher nichts. Naja, wir bekommen das Kostüm. Aber sonst nichts. Willkommen im Spukhaus. Ah ja. Interessante Mission. Ich glaube, Licht ist sehr empfehlenswert zu benutzen. Ja, aber nein. Ja. Ja, aber nein, ja. Ja. Das denke ich auch. Ich habe nicht darauf geachtet, welchen Rang wir brauchen, um weiterzukommen. Ich weiß nicht, Agneta ist schön, aber ich nehme mal zu viel Schaden, wenn ich sie spiele. Ist dann immer ein bisschen zu traurig. Ja, dann nehme ich lieber zwischendurch mal wieder Zelle mit Rapier. Tu das. Kostüm wechseln, nehmen wir Twilight Princess Zelda, warum nicht? Passt super zusammen, Licht und Schatten. Ja. Mit diesem Rapier hier. Wir kämpfen, erwartungsgemäßerweise in der Twilight Princess Welt, Brücke Eldin. Yay. Was haben wir denn hier? Muss man meine Kristalle aufladen. Schon wieder eine Weile her, dass ich Rapier gespielt habe. Muss ich mir jetzt auch erstmal wieder dran gewöhnen. Lichtpfeile! Wir haben auf jeden Fall Nimbus Garden, passend zu der Karte. Schon wieder eine Mission Magie-Soldaten. Meine Güte. Kann doch übertreiben. Ja, auf in die Schlacht gegen Magiesoldaten. Triforce, Attacke! Kämpfst du gegen Santo oder was? Nee, aber ich bin Wolf. Achso, deswegen. Ich dachte gerade, du wolltest Santo imitieren. Nee, dann mach ich Whee! Ja. Yay. Zack, zack, zack. SP plus Lichtpfeile. 1. Wow, den einen Magiesoldaten mal ganz oben auf die Brücke zu stellen, ist ja auch einfach nur ein Schlag ins Gesicht. Komm und töte ihn, komm und töte ihn. Und Triforce-Attacke. Wenn du alleine spielst, brauchst du wahrscheinlich viel zu viel Zeit dafür, da hochzulaufen. Kann ich mir sogar gut vorstellen, ja. Oh, Lichtpfeile. Ich könnte zwischendurch eine Kombo durchziehen. Hoi! Komm, Nimbus-Garde. Willst du deine Schwachpunkte lässt einfach mal eben zeigen? Das ist doch nur Nimbus-Garde. Die machen das. Angriff. Okay, dann wird er seinen Geist bestimmt nicht zeigen. Ja. Wow, die hat deutlich weniger Schaden gemacht, als ich gehofft hatte. Spezialattacke? Ja. Und da ist seine Leiste. Finisher, Lichtpfeile ins Gesicht, tot. Schon viel besser. Wenn das einmal zeigt, dann ist vorbei. Und Triforce-Attacke. Der Rachegeist wurde durch das Starkherz von Midna angelockt. Aha. Weißt du was? Das kenne ich auch noch nicht. Du bist zu gut für das Spiel, deswegen hast du jetzt einen Rachegeist. Ja, weil ich schon ganze 81 Kills habe. Das ist bestimmt der Grund. Ja. Ja, dann werde ich mich mal auf den Weg machen, da oben in die Ecke. Und der Rachegeist verabscheut das sehr starke Herz von Midna. Ah ja. Nur eine Niederlage kann den Rachegeist besänftigen. Hä? Verstehe ich nicht. Ich muss sie töten und dann wird er wieder besänftigt. Ja. Ich verstehe das jetzt eher so, also eine Niederlage kann ihn besänftigen, das heißt eine Niederlage von deiner Seite. Weil er ein Rachegeist ist. Ja. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie die Logik da jetzt genau ist, aber... Midna hat die Mittelfestung erobert. Ja, da kommt übrigens die große Angriffstruppe gerade zu dir vor. Ja, ich hab's gemacht. Wird gleich Party um dich rum sein. Finisher! Oh, 2 Stunden später hab ich's auch endlich geschafft, hier oben in der Festung anzukommen. Da ist auch noch eine rot leuchtende Nimbus-Garde. Oh, ansonsten. Oh, verdammt.
habe gerade aus Versehen 3 gedrückt und ja, habe meine Leiste aufgeladen. Stand dabei neben dem Magiesoldaten und habe jetzt 6 Herzen Schaden genommen. Das ist nicht so gut. Nee, das ist wirklich nicht so gut. Ich habe auch schon deutlich Schaden genommen, also was heißt deutlich? 4 Einviertel. Ja, den Arang haben wir damit ziemlich sicher schon vergeigt. Ja, ist ja auch nichts Neues auf dieser Karte. Das ist wahr. Brauchen wir den A-Rang für irgendwas? Ich hoffe nicht. Nein. Wie gesagt, ich meine, wir brauchen ja sogar nur einen C-Rang, um auf der Karte weiterzukommen. Okay, Belohnung gab's ja eh nicht. Und Belohnung gab's sowieso nicht, von daher. Nehmen wir noch schnell die Brückenfestung. Viel zu viele Nimbus Garden und Pyromas auf einmal. Stirb, Festungskommandant. Stirb, Festungskommandant. Stirb, Festungskommandant. Festungskommandant ist endlich tot. Zell hat die Brückenfestung erobert. Ah, au, Paroma hat mich seine Hand gepackt. Das waren gut 6-7 Herzenschaden. Ja, wie gesagt, der Arang ist sowieso schon vorbei. Ich mache übrigens gegen Paroma quasi keinen Schaden, von daher wäre es nicht schlecht, wenn du hier wieder runterkommst. Ich bin auf dem Weg. Das ist nur ein sehr weiter Weg. Von da ganz oben links. Ja, schon. Wieder zurück ins Zentrum der Karte. Lalala, lalala. Ach ja, wo ich gerade dabei bin, kann ich mal kurz mein Rapier auf 3 Kristalle aufladen, was auch immer. Lichtkugeln halt. Und da ist Paroma. Er wird gerade von dir durch die Luft geschleudert, wie ich sehe. Ja. Ist das ein Spezialattacke oder so? Nee, machst du nicht. Nee. Spezialattacke! Jeder schien mir gerade kurz so langsam zu sein. Boom! Da fliegen sie alle in eine Richtung. Und nochmal, Spezialattacke. Guck mal, ob ich Paroma da hinten treffe mit der Spezialattacke. Boom! Ja, habe ich getroffen. War ordentlich genug gezielt. Und nochmal! Ach, ich kann gar nicht mehr. Dann mach ich jetzt Magie an. Hulk! Magie mit dem Rapier! Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals benutzt habe mit dem Rapier. Ich komme gerade nicht weg. Ja gut, er hat sowieso in die andere Richtung gekommen. Und Finisher! Lichtpfeile drauf. Voll das Tor. Ja, Paroma wurde besiegt. Sehr gut. Geist hat funktioniert. Gehen wir mal schnell hier vorne ein paar Gegner, weil ich noch momentan meine Magie drin habe. Und dann können wir die Nimbus Garden hier vorne töten. Eine Möglichkeit. Boah, die sind auch schon so gut wie tot. Magie Auslauffinisher! Woom! Och, 78 Chaos müssen reichen. Die Nimbus Garde wurde besiegt. Jetzt noch die andere Nimbus Garde hier vorne, dann ist Essig im Karton. Der Zorn des Rachegeistes steigt weiter und lockt noch mehr Verstärkung an. Ich hab den Zorn des Rachegeistes bis jetzt noch nicht so wirklich gesehen. Der ist halt da unten und bringt unsere Leute um. Ja. Immer rechts, da ist nur Hauptkarte da unten. Nimbus Garde wurde besiegt. Wir haben alle feindlichen Hauptleute besiegt, oder? Ja. Können wir jetzt das feindliche Hauptquartier stürmen? Können wir. Dann stürmen wir mal das feindliche Hauptquartier. Siegen den feindlichen Feldmarschall. Den Chaos brauchen wir eh noch einen B-Rang. Das reicht, um einen B-Rang zu bekommen. Und ich glaube, den B-Rang, hast du gesagt, brauchen wir nicht mal. Das wäre sogar egal, wenn wir einen C-Rang kriegen. Ja. Bitte, wer wurde gesichtet? Skalkita. Wer ist ein Skalkita? Das ist der Skeletthauptmann aus Majora's Mask. Ah. Von dem du die Maske des Hauptmanns bekommst. Halt das Skalkita auf. Interessant. Ja, ich kämpfe doch mal gegen sie, ja. Tu das. Wer hat denn die Skeletthauptmann-Maske? Ich bin gespannt. Das ist bestimmt nur irgendein anderer Charakter, der halt seine Maske trägt. Das kann ich dir nicht sagen, ich habe noch nicht gefunden. Na, läuft auf jeden Fall irgendwo da vorne in deine Richtung. Und Triforce-Attacke. Zwischendurch mal wieder nachladen. Oh, Moment, ich muss mal kurz eine Spezialattacke raushauen. Rachegeist, 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 3 Rachegeister, alles gibt los. Ach, das soll bestimmt dieser Gypto aus dem Canyon sein, aus Majora's Mask. Ne, wie gesagt, das der Gypto, den, den Skaltikita, der läuft hier irgendwo anders herum. Das sind nur die Rachegeister. Ja, ich meine, dass die Rachegeister an diesen Vater angelehnt sein sollen. Das kann vielleicht sein. Attacke und Lichtpfeile. Irgendwie bleibt sie ja liegen. Ich glaube, du hast gerade irgendwas Großes gemacht. Ich hab's nicht eingesetzt. Und Triforce-Attacke. Und Spezialattacke. Sind wir noch nicht aufgetaucht, Skalkita? Ich hab noch einen Namen gefunden. Nee. Hm. Und Spezialattacke. Wieder zurück in die Nahkampfschlacht gegen Sia. Wupp. So, 3, 4, 5. Ich gucke einfach mal, was da oben das leuchtende Ding ist. Da ist Skalkita. Und es ist. Das ist einfach nur ein riesengroßes Skalkita. Oh. Riesengroßes. Das ist tatsächlich einfach nur eine stinknormale Einheit. Naja. Ja. Dann ist ja langweilig.
Sie wurde besiegt. So, wir haben C-Rang ihren Schaden. Scheint und aber wir haben B-Rang auch tatsächlich besiegt. Den Helm aufgehabt zu haben. Also scheinen sie tatsächlich überarbeitet zu haben extra dafür. Unglaublich. Dafür Daumen hoch. Naja, immerhin haben sie die Maske ins Gesicht geklatscht. Ja. Wir dürfen uns nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Ja, außerdem bekommen wir ein neues Kostüm für Agi. Yay. Das heißt, wir müssen nicht mehr in Gothic-Kostüm mit, ja, jetzt wollen wir uns wahrscheinlich ohne grauenhafte Maske. Schirm rumlaufen. Wir können stattdessen, ja, wahrscheinlich... mit irgendeiner Maske durch die Gegend laufen. Maske aufsetzen. Was wird sie denn für eine Maske kriegen? Weiß ich nicht. Was würde denn zu ihr passen? Gibt's irgendwas mit Insekten? Die Schweinemaske. Ja, die würde auf jeden Fall passen. Das wäre witzig. Die ja. Schweinemaske für Agi. Das wäre tatsächlich komisch. Pling! Ja, ABC-Ränge und ja. Unnütze Waffen, völlig unnütze Waffen, noch mehr unnütze Waffen, alles unnütze Waffen. Wir müssen aber zumindest mal keinen wegschmeißen. Don Gieros Maske. Frosch, ja, gut, ja. Das passt noch irgendwie. Der frisst Insekten, ja. Aber okay. Er fängt sie damit auch irgendwie. Irgendwie schon. Brrrr. Sorry, bitte, dass wir keine Maske brauchen, um zur Neko-Maske zu kommen. Nein, tatsächlich nicht! Es ist einfach nicht. Eine verheerende Treffermission! Oh mein Gott! Wir können die Mission einfach so spielen, ein Grunde. Ja. Ein Wunder. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns eine weitere Schale für Goron besorgen. Und vielleicht auch ein Herz dafür Ganondorf. Hoffentlich. Hoffentlich. Bis dahin. See ya. Aloha.